dann geh jetzt mal am besten in den Plan. Also kurz die Idee nochmal beschreiben. Ja, yeah, okay, top, reicht schon. Ja. Okay. Das einmal in kurz. Du merkst schon selber. Ja, soll ich nochmal in kurz? Bitte? Wenn du es nochmal hinkriegst. Ich probier's. Also wirklich, ja. Wirklich kürzer, ne? Also ja, schon klar. Zwei Sätze. Der Chelsea Boot ist somit der praktischste, bequemste Winterschuh, den man einfach an- und ausziehen kann. Und als ich mich mit der Geschichte ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, den Schuh gibt es schon ultra lang. Tatsächlich kommt er aus dem englischen Klassizismus. Queen Victoria hat ihn nicht selber erfunden, aber ihr Schuhmacher für ihn. Und weiter dann im Zeitstrahl bis heute haben die Beatles ihn populär gemacht mit ihrem funky, stylischen Look. Und später ist James Bond mit ihm im Kino mehrere Male aufgetaucht. Und das war eigentlich so der initiale Funken, wo wir gesagt haben, ey, da ist was dran, da können wir eine Story draus bauen. Also letztes Mal, bei der letzten Kampagne, hatten wir einiges mehr an Budget, wo wir damals schon dachten, das wäre recht wenig. Diesmal hatten wir quasi nur die Hälfte davon, aber haben versucht, x-fach mehr Leute zu erreichen. Und dementsprechend haben wir uns überlegt, wie können wir das wirklich schaffen? Wie können wir etwas so Kreatives machen? Und dann hat Moritz, glaube ich, innerhalb von 2-3 Stunden geantwortet und gesagt, am liebsten würde ich direkt Ja sagen, aber es gibt noch ein paar Details, die wir davor klären müssen. Ich wollte dann auf jeden Fall direkt mit Devin telefonieren, um einfach mal alle offenen Fragen zu stellen, weil die Idee mir doch relativ komplex vorkam. Natürlich war die Zeit extrem knapp, aber wir hatten halt unsere Ideen, wie wir das irgendwie über drei Ecken hinbekommen. Die erste Idee war halt, dass wir Models engagieren, die Freunde sind oder Bekannte sind, dass wir beispielsweise Flyer aufhängen mitten in Berlin. Da sind Devin und ich an einem Wochenende durch die Unis geklappert und hatten eine Plakate aufgehangen in der Hoffnung, dass sich jemand melden würde. Später hat sich sogar gezeigt, es haben sich Leute gemeldet und zwar mehr, als wir gedacht hätten. Wir hatten ja unterschiedliche Models am Start mit unterschiedlichen Erfahrungen und da hat man das auf jeden Fall gesehen. Also die waren alle sehr motiviert, haben super mitgemacht, aber auch beispielsweise unsere Queen, die wir auch in der letzten Sekunde organisiert bekommen haben, hat man ja auch gesehen, wie professionell sie einfach ist und wie schnell das einfach ging, ohne irgendwie was doppelt zu sagen, dass das einfach auf Knopfdruck alles funktioniert hat. Unsere Queen, die wir am Anfang gescoutet hatten, die uns zugesagt hatte, die ist krank geworden. Dann hatten wir die Not, wir brauchen irgendwie jemand anderen, der das auch tatsächlich schauspielern kann. Und haben uns dann mit Models und Schauspielerinnen auseinandergesetzt. Samstagabend kam dann spät noch eine Nachricht rein und ich habe gesagt, ey, das wäre super cool, wenn wir am nächsten Morgen, am Sonntag um 10 Uhr mit dir drehen könnten. Und sie sagte, ja, ich bin aber in Bremen, wie soll ich nach Berlin kommen und so weiter. Dann hat sie sich tatsächlich 6 Uhr morgens am Sonntag in den Zug gesetzt und ist nach Berlin gefahren. Da habe ich sie dann abgeholt am Bahnhof und sie war passend am Set, sodass wir das tatsächlich auch umsetzen konnten. Bei den Charakteren war uns auf jeden Fall wichtig, weil wir einen lustigen Aspekt immer haben wollten und die ganze Geschichte humoristisch verpacken wollten, dass wir einen Charakterbruch haben. Bei der Queen war es beispielsweise, dass sie sich über den Pferdemist, in den sie aus Versehen reingetreten ist, echauffiert. Bei den Beatles waren es die gescheiterten Auftritte im Studio mit dem eingeschlafenen Produzenten und beispielsweise bei James Bond, dass er halt während seiner Mission auf dem Gullideckel ausrutscht, der nass war. Als wir dann die Story klar hatten, haben wir uns dann überlegt, okay, wie können wir das Ganze umsetzen? Wir brauchen ein paar Locations dafür, damit wir auch eine Zeit wie den englischen Klassizismus entsprechend darstellen können. Am besten wäre irgendein Schloss, was so aus der Barockzeit vielleicht ein bisschen später ist. Relativ am Anfang haben wir schon darüber gesprochen, dass es dann auch diese drei Epochen gibt, dass du einmal die Beatles, James Bond und Queen Victoria hast und sozusagen als viertes dann die aktuelle Zeit. Und das war halt mega interessant, dass man dann auch sozusagen sich da reinversetzen muss, um auch genau so detailgetreu diese Sachen aufzubauen, damit man auch genau dieses Bild sozusagen kreieren kann. Und das war halt mega interessant. Der Punkt, der immer noch offen war, war, wer macht die Kamera und das Licht. Und da hatten wir, glaube ich, dann, oder so wie ich finde, eine sehr tolle Lösung gefunden mit dem Fatih und dem Erkam, die gemeinsam mit uns das Projekt realisieren konnten und genauso mitgearbeitet hatten und engagiert waren, wie wir selber auch am Projekt. Wie unser erster Berührungspunkt war, das war ja durch unseren gemeinsamen Kollegen Leon, der uns drauf aufmerksam gemacht hat oder uns Bescheid gegeben hat. Und so haben wir uns kennengelernt, haben relativ schnell einen Termin gefunden, wo wir dann über das Projekt sprechen konnten. Und das hat sich einfach sehr interessant angehört und wir waren echt hyped drauf, da was gemeinsam zu starten. Wir hatten das Schloss Sanssouci nicht bekommen und sind dementsprechend zum Tierpark, hatten da das Schloss Friedrichsfelde,
als wir da angekommen sind, man merkt schon so ein bisschen, wie das Schloss auf einen wirkt. Aber wenn man oben dann einmal quasi die Flügeltüren aufmacht und man steht in diesem riesigen Raum und hat einen Kronleuchter oben drüber und hat ein Klavier in der Ecke und hat dann schöne Pflanzen im Zimmer und hat oben ein krasses Deckengemälde. Das ist halt, und auch generell, glaube ich, ein bisschen mehr noch als das, was wir uns irgendwie erträumt hatten. Was ich auf jeden Fall cool fand, ist, dass es für Devin keine Hürden gibt. Auch wenn so viele Blockaden sind, der kriegt das irgendwie hin und löst das Problem. Weil in der letzten Bond-Szene hatten wir ein Problem mit der Villa. Das sah halt nicht so cool aus. Und dann haben wir lange überlegt und geguckt und haben auch eine Ersatzvilla gefunden, was irgendeine random Person gehört hat. Er ist hingegangen, hat sich vorgestellt, das Projekt erzählt und die Villa hat die Tore geöffnet. Und da konnten wir dann drehen. Das war also sehr cool. Das ganze Revue passieren lassen, wirkt jetzt alles ein bisschen anders als noch vor einer Woche am Sonntag. Sind wir fertig?